So, im R3 sind 2 Geraden gegeben. Eine durch folgende beiden Punkte. 4, 3, 2. Ich schreibe mal Striche dazwischen. Und die andere durch... Was meint ihr? 4, 3, 2 und 2 minus 1 minus 4. So, und die andere andersrum. Und die andere durch 5, 3, 1, 6, 5, 4. Die Frage ist, sind die beiden parallel, diese beiden Geraden? Sind die parallel zueinander? Was ich gerade gesehen habe, wenn Sie Gleichungen aufschreiben und irgendeine Gleichung sieht so aus, μ ist gleich 1, 2, 3 minus bla, dann muss Ihnen da sofort auffallen, hallo, das kann jetzt nicht sein. Eine Zahl kann nicht ein Vektor sein. Das ist so, als ob Sie in der Physik was haben, so und so viel Kilogramm sind so und so viel Meter. Das geht in der Physik auch nicht. Was in der Mathematik unter anderem nicht geht, ist das hier. Eine Zahl gleich der Differenz zweier Vektoren. Sehr komisch. Wenn Sie so eine Gleichung hinschreiben, heißt das, irgendwo ist der Wurm drin. Das ist das eine, was ich gesehen habe. Ja. Und ich muss Ihnen noch einen kleinen Tipp geben, was Parallelität angeht. Wenn Sie zwei Vektoren haben, zwei Vektoren wohlgemerkt, hier geht es erstmal um Punkte. Wenn Sie zwei Vektoren haben, wann sind zwei Vektoren parallel? Wie kann ich das rechnerisch feststellen? Ja, das ist das. Mit dem Vielfachen. Nehmen Sie von dem ersten Vektor das Doppelte, nehmen Sie von dem ersten Vektor das Pi-fache oder das Minus-1-fache. Sie kriegen parallele Vektoren dazu und Sie kriegen alle parallelen Vektoren dazu. Wenn zwei Vektoren parallel sind, dann sind sie Vielfache voneinander. Genauer gesagt, dann ist der eine ein Vielfaches des anderen. Dann sind sie parallel. So prüfe ich, ob zwei Vektoren parallel sind. Und jetzt versuchen Sie, von diesen Punkten hier irgendwie auf Vektoren zu kommen und mit dieser Vielfachheit zu argumentieren. Da sind jetzt wohl die meisten angekommen. Ich habe zwei Punkte auf einer Geraden. Dann ist das ist der Grundgedanke, okay, dann kann ich ja einen Vektor zwischen den beiden Punkten bestimmen, von einem zum anderen, zwischen diesen beiden Punkten. Und das ist natürlich einfach der Differenzvektor. Wenn Sie den Vektor haben wollen, von dem zu dem, heißt das, ich nehme die Koordinaten des oberen Punkts minus die Koordinaten des unteren Punkts. 2 minus 4 sind minus 2, minus 1 minus 3 sind minus 4 und minus 4 minus 2 sind minus 6. Und unten hier dasselbe, 6 minus 5 macht 1, 5 minus 3 macht 2, 4 minus 1 macht 3. Und offensichtlich sind die beiden Vielfache voneinander. Der obere ist das minus 2-fache des unteren. Hier schreibe ich das mal, minus 2 minus 4 minus 6 ist minus 2 mal 1, 2, 3. Also sind sie parallel, weil ich einen Vektor entlang der einen Geraden habe, einen Vektor entlang der anderen Geraden und diese beiden Vektoren parallel sind. Da müssen die Geraden insgesamt auch parallel sein. Sie sehen, minus 2, ich muss es anders malen, sieht also eher so aus im wahren Leben dann. Ein Vektor entlang der einen Gerade, ein Vektor entlang der anderen Gerade. Und der eine ist das minus zweifache vom anderen. Dann sind die Geraden parallel. Wir haben noch keine Geradengleichung oder Ähnliches dann hingeschrieben. Das wären Richtungsvektoren für Geraden. Ein Vektor entlang der Geraden, parallel zur Geraden. Wenn Sie hier das Negative raus haben, auch gut. Welchen Punkt ich nun von welchem anderen abziehe, ist ja nicht festgelegt. Wenn Sie die andersrum voneinander abziehen, auch gut. Dann wird es hier im Zweifelsfall kein Faktor minus 2, sondern Faktor plus 2.